Wuppertal war im Jahr 1976 mindestens so cool wie heute Berlin, jedenfalls was die Kultur- und Musikszene anbelangt. In der damals noch jungen Börse sind dann auch Avantgarde-Künstler aus der ganzen Welt aufgetreten. Und vor genau 40 Jahren, also im Winter 76, gab es ein echtes Highlight, ein Happening mit Musik, Lesungen und Theater. Und alles rund um den Dadaismus, der ist ja an und für sich schon ungewöhnlich, war damals aber was ganz Einzigartiges. Und die Veranstalter jedenfalls, die erinnern sich an eine schöne, wilde Zeit. Lokalzeitgeschichte. Ich war damals im Programmrat der Börse für das Jazzprogramm zuständig und da waren ja auch ein paar Jazzer dabei. Und da habe ich mich eben stark gemacht, wo ich sagte, das müssen wir unbedingt machen in der Börse. Das ist was Verrücktes, was Fantastisches, was noch nie da war. Ja, das war schon noch in dieser Aufbruchstimmung. Es gab ja damals so die Wuppertaler Free-Jazz-Szene zu der Zeit. Also Wuppertal war schon eine Kulturstadt der Avantgarde, so in den 70er Jahren, sage ich mal. Ja. Ich bin nur eine kleine, unbedeutende Nebensächlichkeit, aber charmant. Mein Name ist Duchesse O'Malley aus Walt Disneys Zeichentrickfilm Aristocats. Mein Ehepartner, Abraham de Lacy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley. Wow. Mich verlassen die Kräfte. Das Publikum war irritiert etwas, weil schon der Aufbau war sehr besonders. Schlagzeug stand in der Mitte des Raumes, es war ein Gerüst aufgebaut. Es lag jemand unter dem Tuch da, die ganze Veranstaltung. Ja, schon auch mit einem gewissen Ernst. Das, was man an Kunst so kannte, eben auch in Frage gestellt haben und hinterfragt haben. So. War alles dabei, also Lesungen, Free Jazz, Schlagzeug, Ensemble, Saxophon, Trio, alles, was ich noch so grob in Erinnerung hatte. Der Raum war meist dunkel. Es irritierte fast ein bisschen so die Fernsehbeleuchtung, die ja in dem Film dann den Film erst möglich machte. Aber somit haben wir das auch dokumentiert. Kostete 1000 Mark, also für damalige Verhältnisse war das erste Mal viel, aber gleichzeitig haben wir gesagt, das müssen wir trotzdem in der Börse bringen und das war auch genau richtig, das dort zu bringen. Also der Spirit war einfach das Dada-Jubiläum, das war ja damals auch ein Jubiläum, Dada 1916 ja in Zürich in dem Cabaret Voltaire gegründet, diese Künstlerinitiative und das wollte man dann eben dort in der Börse 1976 feiern und jetzt ist es wieder 40 Jahre her, verdammt. Kindereien ist das falsche Wort, aber verrücktes Zeug einfach gemacht, was man so auf der Bühne sonst noch nicht erlebt hat. Ja, das war schon ganz witzig. Und ich denke, das hat allen Beteiligten auch großen Spaß gemacht. Das sieht man ja auch. Völlig Dada.